Was ist denn das letzte Nette, was du zu einem Menschen gesagt hast? Schöne Arbeit geschrieben. Hast du zu jemandem gesagt, zu einem Mitschüler? Ja, heute Morgen. Hast du das ernst gemeint? Ja. Wirklich? Welche Note hat der Schüler geschrieben? 2+. Das ist wirklich nicht schlecht. Was hast du geschrieben? 3+. Also, ich bin jetzt noch nicht 100% überzeugt von der Sprachfertigkeit her, aber die ist eigentlich auch gar nicht so gefragt. Ja? Du kannst das Ruder noch rumreißen und trotzdem eingestellt werden. Wie glücklich schätzt du dich denn gerade ein auf einer Skala von 1 bis 10? 1 bis 10? 9. Okay, was fehlt dir zu den 10? Dass ich eingestellt werde. Und, Muss ich mir überlegen. Wie glaubst du denn, also jetzt persönlich du, wie kannst du das Team vervollständigen? Auf eine positive und erhabene Art und Weise. Eine positive Weise? Ja, also ich bin ziemlich oft online auf dem, auf dem Server, dass ich so ziemlich gut viele Sachen farmen kann in einer ziemlich kurzen Zeit. Und ich habe auch ich kenne mich ziemlich gut mit den ganzen Minecraft Sachen aus. Also ich zum Beispiel wollte ja ein Dingens-Shop haben, ein Esoterik-Shop. Und so dachte ich zum Beispiel, dass wir Blumen farmen kann. Ich würde auch zum Beispiel die ganzen Farben und so herstellen, also die ganzen Farben mischen für die für die Farben verkaufen. Ich muss ganz unterbrechen, Moment. Als was stellst du ihn ein? Ich stelle ihn ein als Warenlieferant. Okay, okay. Also aber Endprodukte. Aber keine Verkäuferposition. Nein, nein. Okay. Nichts zur Sprache notwendiges. Mhm. Ist dein Herz rein, Johannes? Herz rein, ja. Ja, kam nicht so überzeugend drüber. Wann hast du das letzte Mal jemanden auf der Straße umarmt? Gar nicht. Warum? Noch nie? Wie kommt das denn? Was ist denn das letzte Nette, was du zu einem Menschen gesagt hast? Schöne Arbeit geschrieben. Hast du zu jemandem gesagt, zu einem Mitschüler? Ja, heute Morgen. Hast du das ernst gemeint? Ja. Wirklich? Welche Note hat der Schüler geschrieben? 2+. Das ist wirklich nicht schlecht. Was hast du geschrieben? 3+. Welches Thema? Werbung analysieren. Bitte? Werbung analysieren. Werbung analysieren? Welche Werbung? Aber du hast doch gesagt, du kannst gut schreiben, hast du gesagt. Und dann hast du nur 3+ geschrieben. Das ist so ein bisschen so. Ja, also. Ja, so, Deutung und sowas, das fällt mir so. Okay. Aber gut, beim Blumenpflücken musst du natürlich auch nichts deuten. Nee. Aber du sagst, du kannst auch die Farben alle mischen. Wie viele Farben gibt es denn in Minecraft für Wolle, die man benutzen kann? In Minecraft? Ja. Für Wolle ist auch nicht ganz, ganz viel. Man kann ja mittlerweile auch kleinste Änderungen in einer Wolle, in einer Farbe machen. Zum Beispiel gelb ein bisschen dunkler machen oder ein bisschen heller. Ach echt? Das wusste ich selbst noch gar nicht. Also da glänzt es natürlich mit Fachwissen. Und das stimmt wirklich? Ja, mit der Farbe auf jeden Fall, denke ich. Also bei der Rüstung auf jeden Fall. Aber bei der Lederrüstung. Ja. Bei der Wolle bist du nicht 100% sicher. Nicht 100%ig sicher. Das wäre natürlich gut, wenn das möglich wäre. Aber an sich ist da schon mal ein gutes Wissen. Ich würde fast sagen, dass da kann man halt, man könnte dich halt, ich habe bereits 2 Angestellte. Ja. Die arbeiten beide zur Probe erstmal. Eine Woche. Und, Herr Bergmann. Was würdest du sagen, was wäre eine Möglichkeit? Pass auf, Johannes. Wir bieten dir jetzt einfach nochmal an, dass du ein Praktikum machst, ein unbezahltes. Ja. Und zwar musst du dafür jede Farbe, die es gibt, einmal sammeln. Ja. Und dann noch gleichzeitig. Jetzt kommst du. Jede Farbe, die es gibt, sammeln und abgeben hier natürlich. Ja. Was ist aber was ist deine Lieblingsfarbe, Johannes? Grün. Grün ist gut. Grün ist weißt du warum? Ja. Weil du bist grün. Ja.
nicht schlecht. Grün, welche Farben muss man denn mischen, um grün zu erhalten? Grün. Ja. Blau und... Johannes, machen wir nicht fertig jetzt. Minecraft-Farben, meinst du? Mhm. Ja, steht auf Wikipedia. Ja, aber wir wollen ja nicht immer auf Wikipedia nachschauen müssen. Ja. Okay, dann sag also, grün echten, also in der Realität. Was muss ich, grün was muss ich mit Kakteen machen? Bitte? Also Kakteen in den Pflanzen tun. Ah, okay, ja. Dann hast du schon eine Also knapp jetzt gerade, ne? Das muss schneller gehen. Also Johannes, das muss im Praktikum muss es aber schneller gehen, du, das weißt du. Ja. Okay. Was stellst du dir danach für ein Einstiegsgehalt vor, wenn du dann das Praktikum absolviert hast und du solltest übernommen werden? Weiß nicht, kommt so an, wie gut der Shop läuft. Nichts. Wie gut der Shop läuft, sagt er. Willst du prozentual beteiligt werden? Das können wir natürlich machen. So habe ich mir das schon angedacht für meine bisherigen Mitarbeiter. Das kommt halt ganz auf die Leistung an, die man in der Praktikumswoche erbringt. Wie gut man da dabei ist, wie zuverlässig man ist, wie viel man halt sammeln kann auch. Aber da kann man natürlich über eine ordentliche prozentuale Beteiligung nachdenken. Wäre das für dich erstrebenswert? Ja. Ja, oder glücklich irgendwie. Ja, weißt du, wir suchen ja auch, wie gesagt, sehr glückliche Mitarbeiter hier. Glücklich? Ja. Ja, das bin ich gerade. Das bist du gerade. Aber warum sagst du dann nur so ja, statt so ja? Will ich's machen? Mach ich eigentlich immer. Das machst du eigentlich immer? Ja. Okay, pass auf. Was macht dich glücklicher? Ein schöner Sommertag und ein Picknick mit einer schönen Frau auf einer offenen Wiese unter einem Baum. Wo denn? Oder Couchabend, DVD, Terminator 2. Ich würde sagen... Das ist eine Fangfrage. Mit einem Laptop beim Picknick auf der Wiese. Alter, Johannes, Mann! Das ist die richtige Antwort, ohne Scheiß! Du bist wirklich der... Ey, nimm den! Ich bin die ganze Zeit hin und her gerissen. Da reißt er immer einen nach dem anderen raus. Ja, dann und dann ist er halt ja, dann, ja, aber dann kommt er wieder, ne? Ey, Digga, aber das... Aber dafür ist eben auch ein Praktikum da, um eben rauszufinden, wie sehr du geeignet bist, langfristig. Aber die Antwort war schon... Die Antwort an deiner... Das hab ich von dir nie gehört. Du hast immer gesagt, oh, ich hab die Frage nicht verstanden. Ja, aber ich geschlafen, Entschuldigung, ja. Ey. Ja, ich würde sagen, wir können das mal probieren. Wo bist du denn gerade auf dem Server? Oder willst du jetzt noch die Zuschauer? Ich bin noch in der ganz normalen Hubdoors. Nee, in deinem Shop, glaube ich. Stehst du irgendwo, wie heißt der im Ingame? Genauso wie hier. Joe Slow? Ja. Joe Slow, kannst du zur hinteren Tür kommen? Ja. Dann, in welcher Tür? Im Lager? Ja, genau, die ganze oben links dann, also hinten links. Ja. Kann ich stehen da viele Menschen? Ich guck mal eben. Dann würde ich dich ja schnell mal hochlassen. Ja, dann viele Menschen. nur zwei. Okay, dann lauf drei. Jetzt durch, lauf durch. Oh, scheiße. Einer ist mit reingekommen, aber ist okay. Okay, hier oben ist der Bereich. Und zwar... Oh, der hat ja auch schon gut gesammelt. Hallo, ihr Menschen. Ich mach dir jetzt auch noch eine Kiste, okay? Ja. Siehst du, das sind schon die anderen beiden Mitarbeiter. Mit denen kannst du dann auch schon mal, vielleicht kannst du dich schon mal mit denen in Kontakt setzen. Vielleicht können wir mal ein bisschen was trinken gehen oder so, dass ihr euch ein bisschen besser versteht. Kennst du Trouble Games und Seven Times Germany? Hast du schon mal gehört? Ja, vom Sehen, ja. Okay, vom Sehen, das ist schon mal was. Sind auch nette Jungs. Mit denen kann man was machen. Ich würde hier einfach hier noch eine Kiste hinsetzen. Ich muss noch einmal kurz aus dem Lager, glaube ich, Eisen holen, um mir ein, es sei denn, du hast gerade 5 Eisen da, um mir... Ja, ich habe ein Stack Eisen. Ja, das ist perfekt. Also wenn 5 Eisen, braucht das nur, um den Dingset zu bauen. Den, so einen Trichter. Wenn du mir 5 Eisen hinwerfen könntest, wäre genial. Das wird nicht. Ja. Doch, ich habe sogar aufgesammelt. Krass, danke. So, dann bauen wir nämlich mal einen Trichter. Und dann hast du gleich deine eigene Truhe. So, wird das, glaube ich, hier gebaut und eine Kiste hier rein. Jawohl. Einen Hopper. Dann kommt der nämlich hier hin. So, und dann machen wir hier noch ein Schild hin. So, und dann ist jetzt... dein Ingame-Name ist Joe Slow, ja? Ja. Joe Slow, Anlieferung...
Ein was habe ich vergessen? Mit einem O, ein B. Ah, danke dir, Herr Bergmann. Joe Slow. Anlieferung für Dana. So, jetzt muss ich hier noch ein Command draufpacken. Und zwar, wie war der Command? LWC. Und dann Flag. Was willst du machen? Ich will, dass der Hopper überhaupt funktioniert, sonst funktioniert der nämlich nicht. Das ist, ich glaube, es ist nochmal Hopper on. Ja, guck mal, Außenkopf habe ich es richtig gemacht. So, probier mal ein was hier reinzuwerfen in den Hopper. Jo, kommt rein. Ja, okay. Perfekt, hier hast du es wieder raus. Das sollst du essen können. Hier habe ich eine Liste gemacht, schon mal mit Sachen, die rein dürfen auf jeden Fall. Also Blumen. In die Kiste rein. Ja, Blumen, Farbe, farbiger Clay, Wolle farbig. Mhm. Hättest du noch irgendeine Ergänzung? Würdest du sagen, irgendwas fällt dir ein direkt, das müsst ihr hier mit hin? Teppich. Teppich ist eigentlich gar nicht schlecht, aber ich würde sagen, machen wir lieber nur Wolle, weil sonst haben wir so viel, sonst ist die Kiste halt voll mit Slots, ne? Weil dann können wir, ist ja keine schlechte Idee. Könnte man nachträglich halt nochmal. Wieso baut jemand gerade was ab? Was ist da los? Der will ihn runterbauen. Ne, ich bin runtergefallen. Bist du runtergefallen? Ja. Warte, ich kann dich gleich wieder. Komm wieder hinten zur Tür. Ja. Ihr habt den falschen, ich schreib den auf die Liste. Stehst du direkt an der Tür? Ja. Jetzt oder ich sehe gerade dann. Jetzt? Ja. Auf 3 läufst du, okay? Ja. 1, 2, 3. Bist du drin? Okay, ja. Oha, ich hab 2 weitere mit reingelassen. So, komm mit. Ich muss hier noch wieder raufschreiben. So. Dena Mitarbeit. Er muss mit zusammenschreiben hier. Dena Mitarbeiter. So, das ist einmal der. Oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie ist der erste? Da steht da. Trouble Game. Trouble Game. Der andere hieß Seven. Herr Bergmann, Scheiße. Seven. Er soll doch mal kurz gucken. Joe Slow, guck mal bitte, was dabei an den Schildern steht. Rechts müsste das sein. Was? Seven Times G-E-R. Seven Times oder Seven Time? Times. Okay. G-E-R, ne? Alles klar, ja. So, dann stehst du jetzt drauf. Mini, Komma, hab 3 Mitarbeiter, Komma, die dürfen hier rein, Komma, sonst niemand. So, ich pack dich hier vorne auch noch auf die Protection drauf von der Tür, dann kannst du die selbst öffnen, aber du musst immer extrem aufpassen, ja. Dass niemand mit reinkommt, okay? Aber es sollte nicht so schwer sein, wenn ich nicht gerade da bin. C-Modify, wie heißt das Ding nochmal? Add und der Name Joe Slow. Mhm. Okay. Warte mal, das ist auch noch falsch gemacht. Nee, alles gut. Doch, alles richtig. Also eigentlich kannst du jetzt die Tür hier aufmachen. Ach, bist du wieder runtergefallen? Ja. Okay. Wurdest du runtergebaut oder wieso bist du runtergefallen? Ja, runtergebaut. Ah, okay. gerade will ich es jetzt nicht aufmachen, weil gerade sind so viele da, aber das sollte funktionieren. Und dann kannst du halt immer hier hoch und die Sachen halt einfach in den Trichter tun oder in den Trichter raufwerfen, dann kannst du es in die Kiste. Und dann sehe ich am Ende hier, was du schon alles gesammelt hast. Ich packe hier mal da die 3 Bricks, die hast hier jemand reingeworfen hat, rein, weg. Und dann kann man auch den Vergleich sehen zwischen dir und den anderen, was die anderen schon gesammelt haben. Ja. Das ist auf jeden Fall super. Dann würde ich sagen, danke ich dir auf jeden Fall. Du kannst jetzt erstmal sammeln. Ich werde wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen bin ich in den USA erstmal, aber ich werde mal gucken, ob ich es von da aus schaffe, mich ab und zu mal reinzuloggen, um hier mal zu schauen, nach dem Rechten zu schauen und die Kisten auch nach und nach mal zu lernen und so weiter. Vielleicht können wir weiter zusammenarbeiten. Und dann bin ich gespannt, wenn ich aus den USA zurückkomme. Das wird am Montag, den Dienstag, den 17. bin ich vielleicht wieder in Köln zu Hause. Spätestens dann setzen wir uns dann nochmal zusammen, schauen, wie die Zusammenarbeit gelaufen ist, ob wir uns da etwas Langfristiges vorstellen können mit dann einer ordentlichen Bezahlung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann wieder, okay? Ja. Super, möchtest du noch irgendwas sagen? Ja, vielleicht in dem Shop könnte man vielleicht noch Blätter reinmachen. Blätter, das ist eine sehr gute Idee, die darfst du auch gerne sammeln. Okay, super. Hab ich schon genug. Hast du einen YouTube-Kanal oder irgendwas, was du gerne verlinkt haben möchtest? Ja, aber den benutze ich nicht, also ist nicht schlimm. Also brauch keiner. Alles klar, dann aber trotzdem danke an dich. Ja. Joe Slow, dann hoffe ich mal, dass wir eine gute Zusammenarbeit haben. Danke, Bergmann. Schönen Abend noch, mein Lieber. Danke, gleichfalls. Danke. Danke, das war's. Und danke, Lollig2203 hat mir gerade 2000 Euro überwiesen. D-Mark überwiesen. Danke, wie heißt er?
Lolik. So. Danke dir. Das war's für die heutige Folge Dinecraft. Ich hoffe, der Shop wird weiterhin florieren mit so guten Mitarbeitern wie Joe Slow. Und natürlich hinten auch, wie die ja schon fleißig gesammelt haben, da hinten einmal der Trouble Game und der Seven Times Germany. Mal sehen. Ihr könnt mal in die Kommentare reinschreiben, wer denkt, ihr ist der beste Mitarbeiter von allen drei. Wer ist am besten in den Vorstellungsgesprächen rübergekommen? Die waren in der letzten Folge die Vorstellungsgespräche mit den anderen. Und wer wird am meisten sammeln? Schreibt mir das einmal unten rein in die Kommentare. Checkt auf jeden Fall den Kanal von Herrn Bergmann aus. So freaky drauf. Oh ja, total. Aber du bist halt geflasht von meiner brillanten Geschäftsidee, ne? Ja. Ja. Einfach, ja. Sehr gut. Ich hoffe, ihr seid auch geflasht davon. Das war's für die heutige Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt rein. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.